einmal so weit. Ein bisschen windig und es ist Abend. Ich habe meine Laufmütze, Laufhaube auf, weil ich immer empfindlich bin auf den Ohren. Also, heute, was war heute? Das Pizza-Experiment. Meine Frau hat Pizza gemacht zu Mittag. Selbstgemachte vegane Pizza, eher urlecker, aber ich sage euch, der Teig, das liegt nicht gut im Magen. Also, ich meine, vor allem wie ich, wenn ich mal anfange, sowas zu essen, ich kann da nicht auf ein Stück aufhören. Also, ich habe insgesamt dann 3 Stück gegessen und das war auch eindeutig zu viel. Also, meine Empfehlung, wenn ihr euch bewegen wollt, eher auf Pizza und sowas verzichten. Also, ich glaube, alles Teighaltige und diese üblichen Sachen, die uns halt so gut schmecken, die sind nicht wirklich bewegungsfördernd, weil sie einen so träge machen und müde machen. Und es liegt einem auch im Magen. Also, ich habe jetzt am Nachmittag auch nichts mehr gegessen und werde jetzt quasi das Dinner-Canceling auch dabei belassen, weil ich bin eh noch voll von zum Mittag. Und ja, ich freue mich eigentlich, dass jetzt wieder quasi die Verdauung langsam darauf gearbeitet hat oder aufarbeitet. Na gut, ja, also ich bin noch dabei. Ich bin jetzt schon mit den Tagen durcheinander gegangen. Ich glaube, das ist durcheinander gekommen. Ich glaube, das ist Tag 6. Aber ja, heute in der Früh habe ich auch vergessen, Samstag ist heute. In der Früh habe ich eine gute halbe Stunde auch Sport gemacht. Quasi Tabata und ein paar Sonnengrüße und Bauchmuskelübungen und so Zeugs. War auch gut. Hat auch Spaß gemacht und gut getan. Jetzt am Abend halt meine halbe Stunde drauf. Bis dann.